Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt eine schöne Runde vor dem Feiertag. Dann schauen wir mal, was liegt heute an. Brombeeren sammeln, Fasane häuten, gegnerischen Wecker aus der Hüfte, okay. Pferde füttern, Selbstporträt machen, das machen wir gleich direkt. Den Rest, das wird ja nichts. Kopfgeldjäger, Ohne und so weiter, ein umgelegt vom Truppmitglied und zwei Stück innerhalb einer Stunde. Habe ich doch richtig gelesen, oder? Das überfliege ich ja immer nur. Naja. So, Distanz mit dem Wagen zurückgelegt, kleine Tierkadaver gespendet und Versorgungsmission von unter 5 Minuten. Kriegen wir hin. Was trinken kriegen wir hin. Familienerbstücke finden, Fossilien finden. Und 2 Minuten lang mit der Band gespielt und die Einrichtung geändert. Sagen wir hier, Tarntonika nehmen. Und Zähigkeitstonika. Dann fangen wir damit an. Erste Hälfte erledigt. Dann machen wir mal eben so ein Selbstporträt. Das muss ja nicht schön sein, ne? Sondern nur fertig. Dann läuft die Nummer weiter. Und jetzt gucken wir mal. Oh, das Wichtigste habe ich vergessen. Ich habe den Hund noch nicht gestreichelt. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. So. Dann schauen wir mal. Können wir überhaupt was spenden? Können wir. Kleine Tierkadaver. 10 Stück. Also. Machen wir schon mal 4. Guess 6, beggars can't be choosers. 7, 8, That's top notch. 9, Good 10. stuff. Und hat geglückt. Da steht's. Jeden Augenblick. Gibt's die Kohle. So. Hey, look out. Und dann fahren wir direkt eine Ladung weg. Well, we make quite the couple, don't we? Not like that. You're far too old for me. Ich habe mir auch wieder ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei genommen. Artisan and hunter, craftsman and salesman. Talking of which, we have a batch ready to go. Got some buyers lined up, not far from here. Und mal wieder direkt nach der Arbeit. Und die Community wächst. Es sind schon wieder ein paar Abonnenten mehr. Schön, dass ihr dabei seid. So, ich wollte gerade sagen, wo es geht's hin. Thieves Landing, das ist ja nicht ganz so weit. Warum fährt der hierher? Das ist doch Quatsch. Also warum fahre ich hierher? Ach so, weil ich ja Kilometer ziehen soll. Ne? Machen wir das auch. Machen wir schön außenrum. Obwohl, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock zu. Das ist ja totaler Quatsch. So, Knarre mitnehmen. Denn hier drüber, weiß ich auch nicht, will das Navigationssystem einen nie leiten. Ist ja auch richtig, ist ja vermutlich Privatbesitz. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, aber das spart doch richtig Strecke, oder nicht? So, und wie schon mal gesagt, wenn einer Bock hat, dass wir das hier gemeinsam spielen und eben auch auf der PlayStation unterwegs ist, schreibt mir einfach mal eine persönliche Nachricht, entweder per E-Mail oder über Insta. Dann kriegen wir da bestimmt was abgestimmt. Schön wäre natürlich, wenn ihr dann auch bereit wäret, dass ich es aufnehmen kann und hochladen.
So, ich wollte eigentlich nur gucken, was die Temperatur sagt. 11 Grad. 11 Grad Regen, das ist gut, dann friert er vielleicht gleich mal. Oh oh. Schön hängen geblieben hier. Ich habe schon mal so einen Wagen umgekippt. Das ist richtig schön. Das macht dann richtig Laune. Da kann man schön die einzelnen Vorratssäckchen mit dem Pferd dahin bringen. Und es gibt aber trotzdem deutlich weniger Kohle, meine ich. So. Schon mal die Knarre ziehen. Für ein Theater. Noch mal eben hier abstellen. Und aufräumen. Oh Gott, wie viel sind denn das? Und ich will nichts nehmen, weil ich ja nachher noch das Zähigkeitstonika nehmen will. Tonikum. So, wo ist der letzte Ampelmann? Oh, man muss auch treffen, ne? So. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen Knete verdient hier. Was soll das denn? Hoffentlich liegen hier noch genug rum. Zum Looten. Nichts liegen lassen, ne? Ja, gut, bis jetzt war ja noch nichts Dolles dabei. Gut, Waffenöl, da kann man immer gebrauchen. Aber kein Sammlerstück, das gibt's doch nicht. Ah, eine Tarotkarte, sehr gut. So, dann können wir dem direkt mal ein bisschen was vermachen. Hm. Schade, schade. Dann reiten wir mal eben zur Schwarzbrennerei. Ändern da schon mal die Einrichtung. Und gucken nachher mal eben, was wir da noch als Landkarte offen haben bei den Sammlerstücken. Sieht ja mau aus hier, ne? Gar nix. Hier nix, da nix, dort nix. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wirklich so, gar nix. So, dann gucken wir mal eben, nein, hier. Oh, weiter ist das gar nicht. Na gut. Hätte der Riesenumweg, glaube ich, auch nichts gebracht. So, wir ändern mal eben
Die Ausstattung. Machen wir es wieder schick. Erledigt der Fall. So, wo haben wir denn? Nein, nicht Vorteile. Ja, gibt es wieder diesen Halloween, diese Halloween-Geschichte, aber ich glaube, das ist der gleiche. Wie letztes. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Boah, das ist ein Ritt. Das kann ich mal sagen. Und das hier macht es auch nicht besser. Na gut, dann ist das so. Oh. Ja dann. Machen wir erstmal die Versorgungsmission, was? Aber ich glaube... Ich ver... Ah, oh. Jetzt hängt's Pferd fest. Ich glaube, ich verlege das Lager wieder. Jetzt will er nicht mehr. So. Also wie gesagt, ich glaube, ich verlege das Lager wieder. Dann habe ich das so ein bisschen mehr über die Karte verteilt. Ah, da hab ich jetzt. Aha. Hier tickt was. Und wie immer kann ich mir nicht genau merken, wo es ist. So, haben wir schon mal das. Ich glaube, ich habe hier eine Mücke mit im Raum. Das ist aber nicht so schön. Hier attackiert. Aha. Hier knuspert auch was, jawohl. Zu langsam. Da war ich beinahe nicht schnell genug. Aber was soll's? Erwischt. Wo ist das hier? Ah, hier. Ja, da haben wir schon ein bisschen was gefunden heute. Auch nicht schlecht. Gehen wir den Puma eben ab. We're in business. We're well stocked for the time being. Und starten die Mission. Troubling news, I'm afraid. Some of our fellow traders set off for market, but never arrived. Now, I was thinking you could go check on them and maybe lighten their load for the return journey. Feels like the least we can do, don't you think? Good. Ja, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt hier.
Weil sonst, wisst ihr ja, bin ich immer in meiner Lieblingsecke. Und da ist es ja einfach. Da kenne ich mich ja aus. So, ich muss mal eben hier mich orientieren. Ach, da unten ist das. Alles klar. Nee, falscher Knopf. Alles klar. Wollen wir uns mal ranhalten, dass wir unter 5 Minuten bleiben hier, ne? Das ist ja die Idee. Das ist aber ein ganz schönes Stückchen hier. Schon mal eben einmal das Pferd füttern hier. Naja, gut, sieht ja gut aus mit unter 5 Minuten. Das sollte wohl klappen. Also man muss das Suchgebiet hier nicht so richtig absuchen. Man guckt vorher, wo sind die X'e. Wo die X'e sind. Da ist das, was man sucht. Meist. Kennen wir ja, sind da Wölfe bei. So, die müssen auch nicht lange leiden. Ruf damit. Checken, ob der noch was dabei hat. Moment mal. Zwei Pferde, ein Typ. Okay. Ja, komm. Rupfen wir hier nur einen, hätte ich beinahe gesagt. Dann düsen wir auch zurück. Denn wir wollen ja unter 5 Minuten bleiben, ne? Oh, 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 oh. Der denn her? Bin ich hier? Jetzt habe ich mich gerade falsch orientiert. Das war alles richtig. So. Da war ich gerade etwas irritiert von der Map da unten. Gleich schon 20 Minuten voll. So. Dann sind wir gleich schon da. Ja, und dann denke ich, machen wir nachher mal einen Cut, dann lade ich das schon mal hoch. Dann gibt es schon mal was zu gucken. Years ago, we're going all the way to the top, you and me. So. Well done. Hey.
unter 5 Minuten auch erledigt. So, soll es sein. Ja, wo ist denn der Hund? Da. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was geschafft, ne? Das heißt, wir werden gleich das noch nehmen. Davon schon mal auch eins. Jetzt haben wir mit der Band gespielt. Ja, das machen wir jetzt nicht. Eine Flasche trinken, dafür muss ich erst das Zähigkeitstonikum genommen haben. Und die Händlernummer wird nichts. Also. Dann düsen wir mal eben. Es ist ja hoffentlich vielleicht auch in Rhodes warm genug. Dann wären wir nämlich ganz nah an unserer Pulle. Können wir die schon mal holen, denke ich. So, was sagt hier gleich die Temperatur? 24 Grad, ob das reicht? Eben hier an den üblichen Stellen gucken. Irgendwo was leuchtet. Doch, da hinten. Ich würde sagen. Ich schon mal so ein Kärtchen mitnehmen hier. Aber das ist, glaube ich, nicht warm genug, 24 Grad. Schade, schade. Ah, jetzt aber. So. Dass wir nämlich beim zweiten Teil direkt einen ähnlichen Trick machen. Und um darüber zu kommen. So, erstmal immer das Pferd füttern. Reite ich ja immer über die Insel da. Jetzt hau ich mir selbst schon mal die Schnapsbulle noch rein. Ah, hier so einen schönen Whisky. Ja, und dann, ja, bis man dann soweit ist, ist so eine halbe Stunde auch schnell rum. Ja, angeln müsste ich auch mal wieder. Habe ich ja nicht so Bock drauf. Oh nee, hier sind jetzt auch noch gesuchte Personen. Ah, das kann ich ja richtig gut gebrauchen. So, Kopfgeldjagd abgeschlossen, ohne den Gegner oder Zielperson zu töten. Kopfgeldjagd mit mindestens einem Truppmitglied und Kopfgeldjagd innerhalb von einer Stunde. Ach Kinder, das wird doch nix. Ich brauche doch nur die Pulle. Quit this, you goddamn fool! The hell? Cut me loose, goddammit! You dumb bastard! Bin auch nur wegen des Scotch hier.
damn luck. Hört ja gut was dabei, die Jungs. Ja, aber da reite ich doch jetzt nicht, oder? Kann ich ihn auch so hinter mir herziehen? Nee, das geht nämlich nicht. Shit, shit. Na super. Aber mal, wenn ich ihn erschieße, ja, dann schaffe ich das nicht. Brauche ich ein zweites Pferd? Überlebt er das oder geht das jetzt schief? Oder ertrinkt er mir jetzt? Beeilen wir uns mal ein bisschen, ne? Bin ich gespannt. Das ist aber da mit einem Pferd und den knapp 8 Minuten da, das ist aber... Da macht er keinen Spaß. Artet ja einen Stress aus hier. You dumb bastard. Ja, bleib locker. Mann, wer denkt sich sowas aus? Das ist doch super knapp, das wird doch nichts. Oh, very good. So, jetzt wieder hin. Boah, ist das nervig. Und jetzt wisst ihr, warum ich keine Kopfgeldjagden mache. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist der noch auf der Insel oder flüchtet der irgendwann? Ah, der ist da noch. Ach, wisst ihr was? Eigentlich wäre es mir... Das wird doch nichts. Da, die Zielperson flieht. Ist das nervig. Ja. Also hätte ich ihn doch besser erschossen. Weil dann kann man ihn hinter sich herziehen, glaube ich. Ansonsten ist das auch relativ nervig. So, Kopfgeldjäger. Und da seht ihr wenigstens Kopfgeldjäger abgeschossen, ohne den Gegner oder Zielperson. Wenigstens das erledigt. Und besser als nix. Das heißt, das wird nichts. Hör ich da gerade ein legendäres Tier? Moment mal. Weil hier gibt es doch manchmal so ein... Ihr wisst, was ich meine. Ich höre doch was. Ich höre so ein Gequietsche. Aha. So, das heißt, ihr könnt euch das anschauen. Die Hälfte quasi haben wir geschafft. Also drei
haben wir da dann. Ja, müssen wir ja nur tanzen und die Sache in der nächsten Runde erledigen, ne? Da haben wir genug offen. Halbe Stunde ist rum. Ich sag mal so, es geht ab nach Hause. Dann machen wir hier einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Runde weiter. Das Wetter wird auch schlecht. Auf ins Lager. So, ja, ich habe hier tatsächlich eine Mücke im Raum. Das nervt mich ja tierisch. Die wird jetzt auch freundlich darum gebeten, gleich auszuziehen. So, das war der erste Teil vorm Feiertag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.